Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe Kaffee. Wir sind in Diablo. Heißt du mich? Wir gehen hier rein. Wir sind Level 18. Wir sind gestern noch gekommen. Haben wir noch irgendwas, was wir hier machen können? Nee. Wir sind gestern hier stehen geblieben. Und zwar gibt es hier noch jede Menge Nebenquests. Dazu gibt es hier noch die reinigende Flamme, die wir noch erledigen müssen. Und ja, wir müssen hier noch ein paar Nebenquests annehmen. Bevor wir hier in der Hauptstory weiterkommen. Hey, Tricky, guten Morgen, guten Morgen. Ja, Furi, willkommen in der Abo-Fall. Anke, Desman, Jamon, Desman, hi. Hallo, Jafu. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Rein in die Frühschicht, würde ich mal sagen, ne? Mein Lieber. Guten Morgen, Twiki, auf jeden Fall. Und guten Hunger gleich. Geht's dir, Jafuri? Dankeschön natürlich, ne? Für 28 Monate schon mittlerweile. 28, boah, geil, Nomad, ey. Endlich normale Zeiten, ja? Sehe ich auch so. Sehe ich es auch so, ja. Ja, ich versuche ja immer wieder mal in der Woche morgens da zu sein. Ich wäre ja gerne zum Beispiel gestern schon Vormittag da gewesen. Aber Diablo hat gesagt, nee, lieber erst Nachmittag. Deshalb, ja, erst am Abend. Aber ich hoffe, dir geht's gut, lieber Jafu. Ich hoffe, Ihnen geht's hervorragend und prächtig und so. Also hier haben wir noch eine Quest, die wir annehmen dürfen. I'm looking for Peritan. To finally arrest the menace? He went out with those heathen merchants a while back. I haven't seen him since. Geht aber schnell. Das kann ich gar nicht mehr ansprechen. So. Achso, wir können den hier noch sprechen. Und auch Level. Du bist auch Level 18. Nice. So, mit dem Kreuz der Kathedrale. An seiner Spitze erhebt sich der große Scheiterhaufen so hoch wie jedes Dach in der Stadt. Verschmorte Leichen der Verurteilten sind immer noch an den Balken gebunden. Eine deutliche Wahrnehmung an alle, die Margrave betreten. Ah ja. Okay. Oh, sieht er noch aus. So, have you seen Peritan? No, no. Peritan does his very best to avoid me, I'm afraid. To avoid me. Auch Level 18? Ah, du bist auch eingegangen, Refugi. Sehr nice. We gave up long ago. Bist du so ein, eigentlich so ein Diablo-Fan? Warte, aber ich konnte jetzt hier noch reingehen. Ah ja, wen haben wir hier? Has you Peritan around? That okay. Troublemaker. Der no. Troublemaker. But let me know if you find him. I have some questions. Ah ja. Der hat, oh ja, gut, okay, der hat auch ein paar Fragen. I was hoping. The merchants were ambushed at a camp just before the pass. Dort sollten wir suchen. We should search. Die Händler wurden bei einem Lager kurz vor Keo fallen. Drei hast du ordentlich gesuchtet, ja, okay, dann bin ich ja zufrieden. Dann bin ich, finde ich. Was ist so dein erster Eindruck, Shafuri, so von Diablo? Also von Diablo 4 jetzt? Von der, von, also, du bist ja dann nochmal die Beta, ne? Ach, guck mal da. Also von der Close Beta. Interagieren. So, kann ich euch helfen? You're kind, but it's nothing that won't heal. I was a fool for trying to get into the old Light's Watch outpost. The place is overrun with fiends. Okay, dort wimmelt es von Kreaturen. I only wanted to. Ich glaube, meine Mutter. I believe my mother Soliana was stationed there. However, the church keeps everything but its records in the light. There must be something left behind at the outpost by Night's Penitent. Don't worry, I'll look into it. Don't worry, ich mache alles. Ich bin der Problemlöser. Ich bin Problemlöser. macht schon Spaß erstmal. Die Frage, wie das mit der Langzeitmotivation aussieht. Wie hast du dir die Frage in Diablo 3 beantwortet? Was die Langzeitmotivation angeht? Bleiben Sie hier weg. Also ich glaube schon, dass das Spiel Langzeitmotivation bieten wird. Oh, guck mal hier. So ein paar Brocken. So, und hier ist bestimmt irgendwas Tolles drin. Oh, hier ist noch ein Bäumchen. Bleib ja liegen, hier, Kollege. Achso, da konnte ich gar nicht runter, aber hier kann ich runter. Dass er ein Ticken zu laut ist.
Also ich glaube, wenn die wenn die das richtig, also quasi richtig umsetzen, dann glaube ich, kann man hier wirklich sehr, sehr lange dran Spaß haben, ne? Hab's gleich bei Ulysse gezockt, das war, da war es erstmal, ja, schwierig mit Echtgeld. Ja gut, okay, das stimmt, das Echtgeld-Auktionshaus, das war schon echt ein bisschen lästig. Vor allen Dingen, weil Leute natürlich, die viel Zeit hatten und gerade irgendwo im fernen Osten, glaube ich, saßen, die haben dann auch ultra gefarmt oder reingesuchtet in das Thema. Und ja, dann hast du natürlich auch wenig Chancen gehabt, ne? So. Jetzt verringert sich die Absicht um 4 Sekunden. Könnten. Den haben wir auch schon. Gegner, die Sprungschaden erleiden, werden 15 lang um 50% verlangsamt. Okay. Haltet ihr 40 Fuß? Ja, könnte man sich auch überlegen. Was haben wir denn hier noch? Erlernen aggressiver Widerstand. Erhaltet einen Berserker um 4% Schadensreduktion. Okay, das ist natürlich auch nice. Der 8 Sekunden lang verursachten Schaden um 15% erhöht, den verursachten Schaden von der Verbündeten in der Nähe. Okay, das ist natürlich auch geil, ne? Raufbold. Den nehmen wir jetzt auch mal mit. Wir nehmen mal einen Kriegsschrei mit. Hab's dann später nochmal gezockt, als es Sets gab und so. Aber da habe ich in 2-3 Seasons gespielt und dann war die Luft raus. Ja, okay. Also ich bin mal gespannt. Also es wird ja auch in Diablo 4 wieder Seasons geben. Zumindest aktuell keine Sets, dann die ganze Mechanik rund um den World Boss, beziehungsweise um diese Strongholds, die halt dann zwischendurch da verteilt sind. Also ich bin mal echt gespannt. Natürlich wird es wahrscheinlich wieder grinden, ne? Du wirst wahrscheinlich wieder, um gutes Gear und Paragon zu farmen, musst du natürlich wieder reingrinden, ne? Das ist dann einfach so. Aber ich glaube, das könnte, und dann allein hier durch die Fähigkeiten, glaube ich, oder durch diesen Fähigkeitsbaum, glaube ich, oder Fertigkeitsbaum, glaube ich einfach, dass wir vielleicht eine etwas ja, abwechslungsreichere Skillung im Laufe der Dings bekommen. Weißt du, was ich meine? Dass wir da auf Dauer echt ein bisschen besser unterwegs sind. Also variabler nenne ich das jetzt mal, weil du nicht so stumpf sagst, okay, du hast jetzt zum Beispiel das Set geholt und dann musst du gucken, was das Set hergibt und dann spielst du in diese Richtung, weißt du? Finde ich irgendwie, dann gibt vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Vielfalt, ein bisschen mehr Tiefe in das Spiel. Mal gucken. Und vielleicht verändern die ja auch noch irgendwas. Die können da vielleicht noch irgendwas hinzufügen oder da am Basteln. Dann ist ja das Gute, ne? Wenn die jetzt einmal den Grundstein so ein bisschen gelegt haben, könnte es durchaus sein, dass da vielleicht noch was Gutes bei rumkommt. Durch die Art der Items. Ja, genau. Und auch durch die Legendaries. Weil du ja jetzt quasi. Man soll ja schwerer. Es soll ja wieder schwerer sein, Legendaries zu finden. Und du hast ja dadurch, dass du keine großartigen Sets mehr hast, natürlich dann. Musst du dich natürlich jetzt auf die einzelnen Gegenstände so ein bisschen. Ja, ein bisschen konzentrieren, sag ich jetzt mal, ne? Okay, wir haben jetzt einen Hammer. Ja. Daher glaube ich, dass das keine, also dass das auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte werden kann. Also so, was, ey, Komo, guten Morgen, moin. So grundsätzlich muss ich sagen, also die Grafik gefällt mir richtig gut. Ich finde die Tiefgang vom Spiel richtig gut. Auch die, das Visuelle, ich habe es gestern schon mal kurz erzählt. Ich weiß nicht, ich glaube, gestern haben wir uns, hast du gestern nicht reingeguckt, glaube ich, ne, Jafuri? So dieses, also weiß nicht, ich finde den Charakter, die Animation von dem Charakter oder generell, dass du ein bisschen tiefer in dem Spiel mit drin bist, gefällt mir unheimlich gut. Gefällt mir wirklich unheimlich gut. Marcello, sei wunderschönen guten Morgen. Auch schon wieder am Start. I need time to do that. I need time to do that.
Was ich nicht so ganz gecheckt habe. Oh, hier liegt noch eine Leiche. Was ich noch nicht ganz gecheckt habe, ob der ganze Bereich hier, ist auch schon zocken, ja nice. Ob der ganze Bereich hier Akt 1 ist und ob wir dann hier, wenn du hier rüber gehst, dass dann die Karte quasi hier rüber angezeigt wird. Also das wäre natürlich mal, also wenn das als Open World gemeint ist, dass du das alles, dann brauchst du auf jeden Fall ein Reittier, weil das ist ja doch schon, was du Wege hinterlegen kannst. Also nicht nur das hier die Karte ist, sondern wenn du hier zum Beispiel hier nach Skosglen rüber gehst, dass dann das hier in der Mitte dann Skosglen ist und dass das der Rest dann hier angezeigt wird. Bin ich ja mal echt gespannt. Also das wäre schon, das wäre crazy, wenn das so riesig wäre, ne? Bis jetzt finde ich das mich schon riesig. Also das wird mir, puh. Das hat mir richtig gut gefallen. Na, guck mal hier. Das nehmen wir mal mit. Hey Profi und guten Morgen und ich muss mal kurz hier, mich hier nicht. Jetzt einmal stehen. Muss ich mal, ne? Also, lieber Profion, lieber André, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute zum Geburtstag. Und ich hoffe, du lässt dich heute schön feiern. Und vor allen Dingen glaube ich und hoffe ich, dass du heute einen mega, mega Tag hast, mein Lieber. Ich hab's ja gesagt, dann darf ich dir wenigstens live gratulieren, ne? Also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, du hast heute einen sehr angenehmen Tag, mein Lieber. Sehr, sehr angenehmen Tag, mein Freund. Ich muss grinsen, Profion. Ich muss grinsen. Mich freut das. Geburtstag ist immer schön. Aber wie geht's dir denn, André? Wie geht's dir denn? Ich hoffe, dir geht's gut. Da war die Queenie noch Erster, ne? Ich dachte, ich bin Erster, wenn ich schon so früh da bin. Ja gut. Das ist halt auch für eine blöde Frage. Wenn du Geburtstag hast, ne, geht's dir gut, mein Lieber, ne? Nein, Hauptsache, du bist gesund und alles gut. Ich hab ein bisschen Schlaf in den Augen. Verrückt. Welches Level bist du denn, Marcellus? Gab da gestern noch eine Überraschung? Was war denn dann deine Überraschung? Erzähl doch mal. Ah, du warst gerade in der Kathedrale. Ah, ja. Ein Besuch, womit ich nicht gerechnet habe. Ich sag mal so, das so soll's sein, lieber Profi, oder? So soll's sein. Wer war denn bei dir alles? So, den dürfen wir noch umdrehen. Der hat so eine Eisen, also so ein Dingshaut. Aber gut, du musst ja erst runterladen, Marcellus, ne? Du musst ja gestern erst das Spiel runterladen. Das kann ich auch nicht vergessen. Okay, hier müssen wir gleich hin. Bleiben, bevor wir den drücken.
Wir sind übers WE hier, aber zusätzlich ist Wimper auch da. Ah, ha, ha, ha. Dann, ja, ich wollte nicht irgendwie vorgreifen oder so. Aber ihr hört, ja. Dann ist ja noch geiler. Den lieben Wimper, ja. Bestell dir mal schöne Grüße. Und natürlich Fuzi und Frau Pinguin natürlich ebenfalls, lieber André. Lieben Wimper, hier sehe ich nämlich morgen. Den sehe ich morgen, lieber Profi. Beziehungsweise Montag. Wir treffen uns nämlich auch. Dann weiß ich aber auch, was er gemeint hat. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid. Aber weißt du, was das Schöne ist, lieber Profion? Also ich finde das mega. Guck mal, man hat. Ich weiß ja nicht, ob du den Fuzi vorher kanntest, ne? Aber ich finde das einfach geil, wie sich das so ein bisschen entwickelt, so über die Jahre, ne? Dass sich aus viele Dinge, Queenie, guten Morgen, guten Morgen. Was dann, was nicht, aus Gaming so ein bisschen, ja, was da entstehen kann, ne? Dass da Freundschaften entstehen teilweise. Und dass da Dinge, also dass man Menschen kennenlernt, die dann einfach mal zum Beispiel übers Wochenende einen besuchen und einem zum Geburtstag gratulieren, ne? Also ich finde das einfach mega. Und da kann, Fuzi kennst du schon ein bisschen länger. Okay, dann ist ja was anderes, ja. Sammy, moin! Dankeschön! Rein in den Prime und in den Vierten. Dankeschön, mein Lieber. Komm zurück. Rein in den Prime, Sammy Bob. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich hoffe, dir geht's gut. Dankeschön. Moin, moin, moin. Was eine Nacht, ey. Echt? Konntest du nicht schlafen? Na gut, okay, wenn du Fuzzi noch länger kennst, ist noch was anderes Profi, ne? Aber ich finde das einfach, weiß ich nicht. Zum Beispiel bei mir und Vampire ist das so, dass ich den ja, ich habe den ja nur durch Zocken kennengelernt, ne? Also durch hier, durch Twitch halt, ne? Und dazu, dann, es hat sich ja darauf, weiß ich nicht, schon eine Freundschaft entwickelt, ne? Und das ist schon crazy. Und da kann ja noch irgendjemand im Internet erzählen, so nach dem Motto, ja, Killerspiele, war bla bla bla. Mein Trauzeuge zum Beispiel, ne? Den habe ich durch Call of Duty 2 kennengelernt. Mein Trauzeuge. So, wir kennen uns jetzt seit über 14 Jahren und ja, also ich weiß nicht, also ich verstehe solche Aussagen dann gar nicht, wenn sowas, zwar nicht mehr so häufig, aber hin und wieder mal getroffen werden. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass das auch gerade, dass sowas auch unheimlich verbinden kann. Ne? Deswegen, also freut mich wirklich sehr, dass du da doch überrascht worden bist, mein Lieber. Das freut mich wirklich sehr. Haben die dir was mitgebracht? Außer Hunger und Durst, Profion. Konntest nicht pennen? Wieso konntest du nicht pennen, Sammy? Was ist da los? Hast du so? Also ich habe auch irgendeinen Scheiß geträumt. Ne? Ich habe eine Kombination mit der Arbeit geträumt. Ey, fürchterlich. Also ich weiß auch nicht, was da in meinem Kopf los war heute Nacht. Ganz komisch. Hey, Queenie, wie geht's dir denn? Ich hoffe, dir geht's gut. Bis jetzt schlafen sie noch. Du bist wahrscheinlich so, bist eher so der Frühaufsteher, Profion, glaube ich, oder? Du bist so der Frühaufsteher. Da haben wir jetzt ein Gold. Komm, die machen wir auch nochmal platt hier. I'm low. Der Typ daneben mir, der hilft mir auch gar nicht, ne? Zu viel Blaulicht. Hab da auch. Okay. Also, ich konnte. Schlafen konnte ich, so ist das nicht das Problem, aber. Vielleicht brauche ich mal so eine Lampe für hier. Wäre gar nicht mal so schlecht. Eine Brille gekauft dafür. Also ich hatte von meiner Schwester einen, also der aktuelle Freund, der hat im beim Optiker, ich wollte gerade sagen im Brillenfachgeschäft, aber beim Optiker gearbeitet und der meinte, so eine Computerbrille macht gar nicht Sinn. Also wenn du nicht Probleme mit den Augen hast, macht eine Computerbrille gar keinen Sinn. Zum Beispiel. Oder hast du dir nur eine wegen dem Blaulicht geholt? Was kann Queenie? Hast du Corona gehabt oder nur Erkältung quasi? Gute Besserung auf jeden Fall noch weiterhin. Und guck mal hier, da können wir hier dieses Event starten. Sind hier noch Gegner, die wir hier noch vorher vernichten, bevor wir hier noch irgendwas pullen müssen? Ja, die ist doch richtig. Nur Blaulicht auf der Glasscheibe, okay. Dann wollte ich mir vielleicht mal auch mal Gedanken machen, weil ich bin ja auch den ganzen Tag am PC. Okay, morgen jetzt. Da auch jemand war, habe ich auch schon ein paar Tage nicht gelesen. Wie geht's hier? Doch ein Knüppel. Feuer wird entfacht. Dann entfachen wir mal das Feuer. Ah ja, das war so klar. Ja.
Quetsch gehabt ein wenig. Quetsch oder Stress? Hör auf, hier deine Kollegen zu rufen. Stress, okay. Dann habe ich doch richtig gelesen. Oder interpretiert. Ach du Scheiße, Jutta. Oh ja. Ja, rein in Elite-Gegner. So wird das gemacht. Elite-Gegner. Was Elite-Gegner? Was Elite-Gegner? So. Dein Ernst, der Ernst? Corona mag mich nicht. Okay, dann hast du ja Glück gehabt. Toll, jetzt wurde ich rausgeworfen. Was ist das denn? Starten wir einfach neu. Das mit der PC-Fernsehbrille wusste ich, weil sich die Augen immer dran gewöhnen, dann wieder arbeiten müssen und ohne Brille, das ist nicht gut, okay. Wo kann ich mal dir einen Link schicken? Welchen Link meinst du denn? Was? Ach, wegen der Brille. Stell ruhig ins Discord in Just Chatting rein. Ich guck mir das dann eher an. Wegen der Auswanderung. Aber jetzt fahr ich durchs Dach. Wann geht's denn los? Ich finde mich aber hier nicht. Komm, wir gehen mal raus. Wir loggen uns mal nur ein. Ich hoffe, das bringt.